So routen Sie das Samsung Galaxy A31. Möchten Sie das Samsung Galaxy A31 an Ihre Bedürfnisse anpassen und die vollständige Kontrolle über die Firmware haben? Dann müssen Sie Ihr Galaxy A31 routen. Mit der Matchisk-Methode können Sie Ihr Smartphone problemlos routen. Mit der Matchisk-Methode können Sie das Android-System vollständig anpassen und steuern. Außerdem können Sie mit Hilfe des Matchisk-Managers viele erstaunliche Module verwenden. Bei dieser Methode müssen Sie lediglich den Bootloader Ihres Telefons entsperren, die Firmware patchen und Matchisk installieren. Schon können Sie Ihr Samsung Galaxy A31 problemlos routen. Videoinhalte. 1. Detaillierte Spezifikationen. Samsung Galaxy A31. 2. Was ist Matchisk? 3. Was ist Android Routing? 3.1. Samsung Galaxy A31 Root Vorteile. 3.2. Nachteile des Routens des Samsung Galaxy A31. 3.3. Voraussetzung. 4. Wie entsperre ich den Bootloader auf dem Samsung Galaxy A31? 5. Erstellen Sie mit Matchisk Manager ein Patch-Boot-Image. 6. Flashen des gepatchten Boot-Images mit dem Odin Flash Tool. 7. Wie überprüfe ich, ob das Samsung Galaxy A31 erfolgreich geroutet wurde? 8. Wie entroute ich mein Android-Gerät? 9. Fazit. Detaillierte Spezifikationen. Samsung Galaxy A31. Das Galaxy A31 verfügt über einen 6,4 Zoll FHD Plus Super AMOLED Dewdrop Notch Bildschirm. Die Bildschirmauflösung dieses Telefons beträgt 1080x2400 und sein Gewicht beträgt 185 Gramm. Und dieses Telefon wird vom MediaTek Helio P65, 12 Nanometer, Octa-Core-Chipsatz und der Mali G52 MC2 GPU angetrieben, was eine bessere Leistungskombination darstellt. Apropos Kamera-Setup des Samsung Galaxy A31. Es verfügt über ein Quad-Kamera-Setup auf der Rückseite, das über eine 48 MP Primärkamera, ein 8 MP Objektiv, Ultraweitwinkel, ein 5 MP Makroobjektiv und ein 5 MP Tiefenobjektiv verfügt Sensor. Das Samsung Galaxy A31 läuft mit One UI 2.5 auf Basis von Android 10. Apropos Akku. Das Galaxy A31 verfügt über einen 5000 mAh Akku und unterstützt 15W Schnellladung, sodass Sie mindestens einen Tag Batteriereserve haben. Bevor Sie mit dieser Anleitung fortfahren, ist es wichtig zu wissen, was Matchisk ist. Und was ist die Wurzel? Und welche Vor- und Nachteile hat das Routen eines Android-Geräts? Was ist Magie? Matchisk ist die beliebteste Root-Lösung für Android-Smartphones, entwickelt von John Woo. Mit Matchisk können Sie ganz einfach und sehr effizient auf Ihr Android-Smartphone zugreifen. Sie können nicht nur Ihr Android-Telefon mit Matchisk routen, sondern auch viele andere tolle Funktionen wie Matchisk Hide, die Beibehaltung von Root-Berechtigungen für Apps von Drittanbietern und Matchisk SU nutzen. Das Beste an Matchisk ist, dass es nicht das Safety-Net von Google ausführt, was bedeutet, dass Sie Banking-Apps problemlos ausführen können. Was ist Routen? Was ist Android Routing? Root ist der Prozess, bei dem Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Android-Geräte erlangen. Dies geschieht, um auf jedem Android-Gerät leistungsfähigere Funktionen zu erhalten. Mit Routing können Sie mit Hilfe von Drittanbieter-Apps Ihre CPU herabsetzen oder übertakten. Außerdem können Sie die Benutzeroberfläche durch die Installation von ROMs, Modulen und vielem mehr auf die nächste Ebene bringen. Vorteile des Routens des Samsung Galaxy A31. Sie können Ihr Telefon an Ihre Anforderungen anpassen. Flashen Sie einfach ein benutzerdefiniertes ROM.
volle Kontrolle auf Ihrem Smartphone. Ermöglicht die Installation nicht unterstützter Apps und Spiele. Nachteile des Rotens des Samsung Galaxy A31. Sie verlieren Ihre Gerätegarantie. Wenn Sie falsche Schritte ausführen, kann Ihr Telefon beschädigt werden. Ihr Galaxy A31 ist nicht mehr sicher. Voraussetzungen. Laden Sie Ihr Samsung Galaxy A31 vollständig auf oder schonen Sie mindestens 75% des Akkus. Wenn nicht, besteht ein hohes Risiko, dass man zwischen den Prozessen gerät. Dann erstellen Sie ein vollständiges Android-Backup. Installieren Sie Samsung USB-Treiber. Laden Sie die gleiche Firmware herunter, die derzeit auf Ihrem Betriebssystem, OS, ausgeführt wird. Laden Sie das Odin Flash Tool herunter und installieren Sie es auf Ihrem Computer. Neueste Matchisk App, Matchisk Zip. Sollte Ihrem Smartphone etwas zustoßen, haften wir nicht für Bootloops, Beschädigungen oder den Verlust oder die Beschädigung Ihres Smartphones während, nach der Befolgung dieser Anleitung. Versuchen Sie daher die folgenden Schritte auf eigene Gefahr. 1. Wie entsperre ich den Bootloader auf dem Samsung Galaxy A31? Gehen Sie zunächst zu Einstellungen nach rechts Weißender Pfeil über das Telefon nach rechts Weißender Pfeil Softwareinformationen und tippen Sie 7-mal auf Bildnummer. Jetzt müssen Sie die Einstellungen erneut öffnen und die OEM-Entsperrung und das USB-Debugging aktivieren. Gehen Sie dazu zu Einstellungen nach rechts Weißender Pfeil Entwickleroptionen und aktivieren Sie OEM Unlock und USB-Debugging. Schalten Sie Ihr Galaxy A31 aus und verbinden Sie es über das Original-USB-Kabel mit Ihrem Computer. Halten Sie nun, lauter, plus, leiser, gedrückt, bis der Warnbildschirm angezeigt wird. Drücken Sie dann die Lauter-Taste, um in den Download-Modus zu starten. Sobald das Gerät im Download-Modus startet, drücken Sie lange die Lauter-Taste. Der Entsperrvorgang des Bootloaders wird gestartet und alle Telefondaten werden gelöscht. Stellen Sie daher sicher, dass Sie ein Backup Ihres Android-Telefons erstellen. Abschließend wird Ihr Smartphone im System neu gestartet. NB. Gehen Sie zu den Entwickleroptionen und prüfen Sie noch einmal, ob die OEM-Entsperrung deaktiviert ist. Dies bedeutet, dass Ihr Bootloader entsperrt ist. Wenn dies nicht der Fall ist, warten Sie ein paar Tage und wiederholen Sie diese Schritte. 2. Erstellen Sie mit Matchisk Manager ein Patch-Boot-Image. Sie sollten die Firmware-Datei bereits heruntergeladen haben. Anschließend entpacken Sie die Firmware-Dateien mit 7-Zip oder WinRAR. Kopieren Sie nun die AP-Datei und verschieben Sie sie in Ihren internen Speicher. Laden Sie als nächstes die Matchisk-App herunter und installieren Sie sie. Öffnen Sie die Matchisk-App und tippen Sie auf Installieren nach rechts Weißender Pfeil Installieren nach rechts Weißender Pfeil Datei auswählen und Patchen und wählen Sie AP für die Datei aus, die Sie zuvor auf das Samsung Galaxy A31 übertragen haben. Matchisk beginnt mit dem Patchen der Datei und die Datei wird als matchisk-patched.tar gespeichert. Sobald das Boot-Image gepatcht ist, kopieren Sie die Datei matchisk-patched.tar auf Ihren Computer. 3. Flashen des gepatchten Boot-Images mit dem Odin Flash Tool. Laden Sie zunächst das neueste Odin Flash Tool herunter. Installieren Sie es auf Ihrem Computer und extrahieren Sie es, bevor Sie Ihr Galaxy A31 an Ihren Computer anschließen. Öffnen Sie den Entwicklermodus und aktivieren Sie dann die USB-Debugging und OEM-Entsperroption. Wie das geht, habe ich bereits im ersten Schritt erklärt. Starten Sie dann Ihr Galaxy A31 im Download-Modus. Drücken Sie dazu die Lauter-Taste und die Leiser-Taste und verbinden Sie dann Ihr Telefon mit dem Computer.
Öffnen Sie nun das Odin-Tool und prüfen Sie, ob Ihr Gerät verbunden ist oder nicht. Wenn Ihr Gerät verbunden ist, wird der hinzugefügte Abschnitt Verlauf angezeigt. Drücken Sie dann die Schaltfläche AP und wählen Sie die Datei matchisk-patched.tar aus. Stellen Sie sicher, dass Automatischer Neustart in den Optionen deaktiviert ist. Drücken Sie die Schaltfläche Start. Dieser Vorgang dauert einige Minuten und sobald er abgeschlossen ist, erhalten Sie eine Pass-Benachrichtigung, was bedeutet, dass er abgeschlossen wurde. Trennen Sie nun Ihr Telefon vom Computer und drücken Sie gleichzeitig die Lauter- und Ein-Aus-Taste. Lassen Sie die Tasten erst los, wenn der Bootloader-Warnbildschirm angezeigt wird. Wie kann ich überprüfen, ob das Samsung Galaxy A31 erfolgreich gerootet wurde? Wenn Sie den Root-Status auf dem Samsung Galaxy A31 überprüfen möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus. Laden Sie zunächst die Root-Checker-App aus dem Google Play Store herunter. Öffnen Sie dann die App nach rechts weißender Pfeil, tippen Sie auf Root bestätigen. Hier sehen Sie nun die Meldung, herzlichen Glückwunsch. Root Access ist auf diesem Gerät korrekt installiert. Wenn Ihr Gerät erfolgreich gerootet wurde, wie routen Sie Ihr Android-Gerät? Wenn Sie das Routen Ihres Telefons aufheben möchten, können Sie das Routen Ihres Telefons aufheben, indem Sie Matchisk direkt über die App deinstallieren. Befolgen Sie dazu einfach die unten aufgeführten Schritte. Öffnen Sie zunächst die Matchisk Manager App. Unten sehen Sie die Option Deinstallieren. Klicken Sie darauf. Anschließend startet ein Pop-up-Bildschirm, in dem Sie Vollständige Deinstallation auswählen müssen. Jetzt bittet die Matchisk Manager App um Erlaubnis. Erteilen Sie diese, indem Sie auf Zulassen klicken. Anschließend wird das Deinstallationspaket automatisch heruntergeladen und Ihr Telefon wird neu gestartet.